Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind hier immer noch mitten im Busch. Machen wollen ja eigentlich irgendwann mal nach Duballa, Dingsbums und irgendwann in den Drabul heißt der Ort. Um da irgendwelche lustigen Geschichten zu machen. Eigentlich um die Hauptquest weiterzuspielen. Das Problem ist, dass wir natürlich immer noch viel zu niedrig sind, wie für die dumme Hauptquest sind. Heißt, ich beschäftige mich in der Zwischenzeit mit ein paar Nebenquests. In der letzten Folge und der Folge davor haben wir ein bisschen was über die grüne Dame erfahren. Mittlerweile erfahren wir eigentlich verdammt viel über die grüne Dame und den Silvaner. Also das ist ganz schön viel eigentlich. Was ist denn das hier eigentlich? Mathildes letzter Unterfangen? Moment, wir gucken uns mal diese kleine Höhle an in der Zwischenzeit nochmal. Während wir hier viel Loot suchen. Einfach nur, um hier mal ein bisschen voranzukommen, weil wir brauchen immer noch Level. Cookie von Strike. Held des Paktes. Was macht Cookie von Strike hier? Achso, ja. Schreinerbank, Kuss des Vampires. Aha. Ja, gut, dass ich natürlich schon seit Ewigkeiten kein Holz mehr gefunden habe. Also ich könnte hier theoretisch was... Warte, ich könnte... Ah, warte, Moment mal. Aber ich kann hier verwerten, fällt mir gerade so ein. Das sollte ich vielleicht mal kurz machen, um mein Inventar leer zu ballern. Ja, der kann weggehen. Nein, ich Idiot! Forschen! Forschen! Ich kann auch einen Heilungsstab erforschen, das möchte ich eigentlich nicht. Den kann ich genauso gut wie auseinanderbauen. Aufwerten. Habe ich noch welche Schilde bei? Aber kann ich. Ach, ein Schilde brauche ich eigentlich nicht rumforschen. Die kann ich über auseinanderbauen. Die Klinge ist eigentlich richtig günstig. Ich liebe eigentlich so eine Schmiededinger, weil da halt immer alle Sachen. Weil da alle Handwerkstische nehmen. Was ist denn das hier? Das ist ein Schneidertisch. Ein Schneidertisch brauche ich garantiert nicht. Eine Schmiede brauche ich noch. Schmieden sind echt das Pra. Oh nein, mich interessiert diese Hilfe nicht. Ich muss die dringend mal ausblenden oder jetzt hier aber forschen. Ja, bei der Rüstung, wenn möchte ich Rüstung erforschen. Was kann ich denn hier noch erforschen an so einem Ding? Undurchdringlich. Blutig. Nee, die will ich ja noch tragen. Kann ich hier noch was erforschen? Genau, hier. Eigenschaft erlernen. Undurchdringlich. Mundhänge, Beinschienen, die würde ich gerne behalten. Und sonst kann ich hier, glaube ich, nichts erforschen. Kann ich hier das verwerten. Ja, durch das irgendwas werde ich nie tragen. Einhandschwert werde ich nie tragen. Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. Eigentlich können alle Waffen weg. Ich kann ja sowieso keine Stahlwaffen tragen. Also doch, ich kann die schon tragen, aber die bringen mir nichts. Schwerer Kopfrüstung, 144 ist die gut. Ja, ist wahrscheinlich meine nächste. Das Ding kann auf jeden Fall wirken. Die Stahlstücke, der Magic auf jeden Fall auch. Wie voll mein Inventar eigentlich schon wieder? Also ich habe eigentlich nur ein bisschen Zeug mitgeschleppt. Also, ich habe halt öfter mal R gedrückt, wo die Gegner was fallen lassen haben. Na gut. Merken wir uns also, hier ist die Schmiede des Vampirkurses. Kann ich mir wahrscheinlich genau 5 Minuten lang merken. Dann habe ich es vergessen, zumindest in der nächsten Aufnahme. Und dann suchen wir mal weiter nach Felus, der Mann von irgendeiner Waldelfin, die irgendwie die Welt sehen wollte und das durch die Gegend gereist. Ach, hier ist wieder der Schießstand. Die durch die Welt sehen wollte und das natürlich die. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Holz hacken. Vor allen Dingen mal. Dann dauert der Tier. Was haben wir hier noch? Die Tarunin, die melancholisch. Das hört sich irgendwie interessant an. Ich wollte sagen, aha, genau, das ist der Mann von einer Waldelfe, die genau. Kajit. Und der hat anscheinend zu viele Mondzuckerbonbons genommen. Und Mondzuckerbonbons sind irgendwie total toll. Außer, dass da irgendwie kein Lied von Hai werden. Das ist dann nicht so. Zumindest nicht, wenn man sich nicht verlassen will. Aber prinzipiell scheint Falus eigentlich ein recht vertrauenswürdiger Kerl zu sein, weil der hat immer einen eigenen Laden. Zumindest so haben die sich kennengelernt. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Mir läuft die Nase. Ist das lästig? Ich hasse Schnupfen. Ah, seid vorsichtig. Hey, ich hab die verlässlichen Sommerstätte entdeckt. Hier. Dann müsste ich jetzt alle haben. Ich war in der Winterstätte, ich war auf jeden Fall schon an der Herbststätte. Ich glaube, das ist die letzte, oder war ich... Ich glaube, ich war noch nicht an der Frühlingsstätte, verdammt. Na gut, hallo Tarun, die Melancholische. Ihr werdet enttäuscht sein, falls ihr gekommen seid, um Falinesti zu besuchen. Die wandelnde Stadt ist immer noch verschwunden und irgendetwas stimmt nicht im Tal. Folgt meinem Rat und geht, solange ihr noch könnt. Was denn geschehen? Barotlas und ich hofften, dass dies das Jahr sein würde, an dem Falinesti an die Sommerstätte zurückkehrt. Am Anfang fanden wir nichts außer einem Loch im Boden. Dann sahen wir vor ein paar Tagen Blitze im Tal leuchten. Ach, Blitze? Wir dachten, es wäre vielleicht ein Zeichen, dass die Stadt zurückkehrt. Als wir uns dann näherten, wurde uns unwohl und das Atmen fiel uns schwer. Und dann wurde Barotlas vom Blitz getroffen. Also haben wir uns zurückgezogen. Was geht eurer Meinung nach im Tal vor sich? Aha, das wäre eigentlich ein Weiß noch, dass vom Morrowind, dass wenn Khajiit Mondzucker in den Leben lang abhängig sind. Nee, Mondzucker ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, Mondzucker ist einfach nur so ein normales Zeug. Das ist Skoma, wovon die in Leben lang abhängig sind. Das ist Mondzucker, das ist einfach nur ihr normales Gewürz. Da backen die, glaube ich, auch Kuchen draus. Den Mondzucker, der ist nicht verboten. Den kannst du auch offiziell auf dem Feld anbauen. Das Skoma ist das Problem. Ja, ich kann ja mal einen Blick drauf werfen. Mir sind ein paar sonderbare Menhire aufgefallen. Sie waren letztes Jahr noch nicht hier. Menhire? Ich denke, dass sie etwas damit zu tun haben, was hier vor sich geht. Wenn noch mehr Gläubige zur Sommerstätte kommen, könnten sie in eine Falle hineinlaufen. Wer sind denn? Ja, als ob ich noch nie Falinesti-Typen begegnen sehe. Wer sind denn die Gläubigen? Die von uns, die die wandelnde Stadt suchen.
Wir glauben, dass Falinesti irgendwann zurückkehren wird. Daher reisen wir dieselbe Route, die die Stadt genommen hat. Wir werden unsere Suche nach Falinesti oder seinen Bewohnern nicht aufgeben. Ist das nicht saumäßig teuer, der Scheißstadt, jeden Tag hinterher, also das ganze Jahr hinterher zu reisen? Ich meine, Reisen kostet ja auch Geld, du musst ja mal essen und kannst ja nicht richtig arbeiten. Das machen die den ganzen Tag, um ihr Geld zu verdienen. Oder jagen und sind die selbst, also wie machen die das? Ja, wo ist die Sommerstätte? Was ist die Sommerstätte? Ja, da, wo Falinesti im Sommer ist, dachte ich. Sie ist eine von vier Orten, die von Falinesti besucht wurden. Die wandelnde Stadt bewegt sich, oder hat sich bewegt, mit den Jahreszeiten. Und reist zwischen der Herbst-, Winter-, Frühlings- und natürlich der Sommerstätte. Dieses Tal war einst die Sommerstätte. Jo, warte mal, ich muss mal kurz was prüfen. Das ist also, hier ist auf jeden Fall die Dingsstätte, da weiß ich. Nein, ich will da nicht hinreisen, ich will nur die Karte aufmachen. Warte mal, und hier, war denn das hier? Mondhänge, Hecktime, warte mal, wo war doch hier? Nee, das war der Wurzelwachtum, war das nicht die Winter? Genau, hier ist die Frühlingsstätte. Da, achso, die Dinger sind immer so ein Baum, warte mal. Dann war nämlich hier unten. Und hier war die... Nee, das Gilbertal. Fahnenblatt. Jetzt ziehen's Hänge. Da war ich aber auch noch nicht. Genau, und hier ist die Winterstätte. Ich war nur an der Frühlingsstätte noch nicht. Ich vermute mal ganz stark, die Frühlingsstätte ist dann irgendwo hier. Vielleicht. Möglicherweise... Da? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Also ich war noch nicht an der Frühlingsstätte, aber denn, wenn ich an der Frühlingsstätte einmal war, dann war ich an allen Orten. So, da unten sehe ich doch schon wieder... Ach. Warte mal, wie nah ist denn der Wegpunkt hier dran? Ich gucke mal kurz in den Wegpunkt. Level 12? Nee, Level 30 bin ich. Ich bin in der Tat Level 30. Zwar gerade erst geworden, aber prinzipiell bin ich Level 30. Der beste Freund der Natur, der Ruf des Sturms, das blablabla. Spricht der guten Kunde das Tal, genau. Dremora, Dedra, also was machen denn die Dedra hier? Haben die was vor? Haben die Pläne? Können mal ruhigere Dedra-Rüstung fallen. Das schaut mir gar nichts aus. Warum sind denn die Dedra auf einmal wieder so schwach? Die sind auch Level 3. Sogar die dummen Senschen-Tiger leisten mir da mehr Widerstand als die Dremora. Guck mal, wie die umkippen. Die halten ja gar nichts aus. Na gut, die haben immer einen Ockrams bei. Und hier ist scheiß Wetter. Ich hätte mich noch erkältet am Ende. Das wäre schlecht. Ich habe schon einen noch Veteran. Ja, ich habe 2 Monate lang nicht gespielt. Das Schöne an Ogrims ist, dass man die immer umwerfen kann. Da sind die... Im Morrowind gab es die auch. Da hatte ich nur große Angst vor denen. Weil die halt groß sind und groß Gegner sind. Angst einflößend. Muss ich hier lang? Wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe mal in die andere Richtung. Fluff, 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 fluff. Ach, die sind ja schon wieder respawned. Ach. Aber diese dumme Respawn-Kultur, da bin ich überhaupt kein Fan von. Über meine persönlichen Gegner. Andererseits, wenn ESO tatsächlich viele Spieler hätte, wird es ja wahrscheinlich... Oh, wer bist du denn? Hallo, Projektion. Das ist auch ein schöner Name, oder? Wer ist sie denn? Maria Projektion? Die Magiker. Sie vergeht zu schnell. Ich kann die Schwankungen nicht rechtzeitig korrigieren. Nein! Wartet. Ist da jemand? Schnell! Wenn ihr die Stadt jemals wiedersehen wollt, kommt zu mir! Wer seid ihr? Wo bist du? Wir haben keine Zeit. Sobald die Magiker schwindet. Ach, egal. Trefft mich in der kleinen Höhle hinter dem Menhir. Geht über die Bohlen. Schnell! Oha. Was, ich habe seit 5 Monaten nicht mehr gespielt? Oha. Ja, aber ich Let's Player und ich kann Let's Player nicht einfach Binge-Gaming durch die ganze Nacht machen. Das war, sonst hätte ich ja 10 Millionen Aufnahmen und könnte die gar nicht mehr verwenden. Ja, ich bin auf dem Weg. Also die existiert also in Wirklichkeit. Das ist ja schön. Was soll denn machen die ganzen Dedra hier? Ich töte einfach mal ein paar. Die scheinen ja zum Glück nicht so besonders stark drauf zu sein. Nein, ich bin jetzt genau im Gesetz. Was soll ich machen? Ach so, ich soll mich in eine beliebige Richtung. Ich dachte gerade, das wäre. Nein. Ich dachte gerade, ich soll hier zweimal WAA, also AA, AWSD, AWSD, zweimal durch, komplett durchdrücken, um mich zu befreien. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt hier für ein Konami-Code? Voll kompliziert, aber das ist ja doch ganz einfach. Ich wäre übrigens beinahe gerade an einen Typen gestorben, weil ich hier einfach in der letzte Vollekultik mit durch die Gegend hatte, um mal ein bisschen taktisch vorzugehen. Letztendlich, also die Magier halt gar nichts aus. Die sterben einfach nur weg. Fluff. Morrowind kenne ich leider nicht, aber Oblivion und Skyrim. Ja, Morrowind ist eigentlich meine Empfehlung schlechthin. Also für Morrowind gibt es auch 10 Millionen Mods. Also vor allen Dingen für Morrowind gibt es genug... warte mal, wie heißt denn das? Ornithopter? Wie war denn das? Ich glaube, Ornithopter hieß die Webseite so. Das gibt auf jeden Fall... Ich habe sogar ein Let's Play von gemacht, fällt mir gerade wieder ein. Also, das heißt Let's Play? Ich habe eine schon lange aufgenommen. Also, Morrowind kann man so modden, dass es ziemlich gut aussieht. Besser als Oblivion sogar. Und dann macht es eigentlich wieder Spaß, wenn es gut aussieht. Man muss halt zwar immer noch alles vorlesen, deswegen würde ich es nie Let's Playen, aber prinzipiell... Ey, ist das ein Dedra-Portal? Hallo, Ferandre. Endlich!
Jemand mit der Kraft, mir zu helfen. Ich bin Farandare und ich habe mein Leben damit verbracht, die Stadt Falinesti zu retten. Mit eurer Hilfe wird es mir vielleicht gelingen. Ihr Vorname ist bestimmt Dia. Dia Projektion. Oh nein, ist das schlecht. Also, du weißt, wo die Stadt ist? Ja. Es gibt viele Theorien darüber, was der wandelnden Stadt zugestoßen ist. Ich glaube, sie wurde ins Reich des Vergessens gezogen, samt all ihrer Bewohner. Endlich habe ich einen Weg gefunden, ein Portal zu öffnen, das groß genug ist, um die Stadt zu retten. Ja, in dieser kleinen Höhle, was ist das? Ist die Falinesti-Stadt vielleicht so eine Miniatur? Das ist so, so eine Flaschenstadt oder was? Ja, in dieser kleinen Höhle? Nein, nicht in dieser. Diese kleine Höhle ist meine Zuflucht, mein Refugium. Ach so. Falinesti zu retten ist gewissermaßen meine Pilgerfahrt. Aber jedes Mal, wenn ich dabei einen Schritt vorankomme, wirft mich sofort wieder etwas zurück. Und dennoch bin ich mir sicher, dass ich die wandelnde Stadt retten kann. Hübsche Frisur übrigens. Machst du das alleine? Mein Ehemann war einer der Tausenden in Falinesti, als sie verschwand. Ich liebe ihn und werde nicht aufhören, daran zu arbeiten, bis ich ihn gerettet habe. Und ich bin nicht allein. Jetzt könnt ihr mir helfen. Das ist eine Hochelfen, ja? Wie alt ist sie denn? Ich dachte, die scheiß Falinesti-Stadt ist schon seit ein paar tausend Jahren weg. Ich weiß ja, dass Hochelfen langwierig werden. Also der eine Typ im Morrowind war irgendwie 1800 Jahre alt. Das war kein Vampir, das war einfach nur der Gilden, also der oberste Magier von Talvani-Haus. Der war halt richtig dolle alt. Der ist sogar so alt, dass der nochmal in Skyrim nochmal vorkommt. Der war schon dabei beim ganzen Mist. Also Hochelfen wären halt echt... Nee, warte, das war ein Dunmer. Halt, Moment. Fehlinformation. Aber auf jeden Fall, Hochelfen wären verflucht alten eigentlich alle Magier. Also als Magier, wenn du nicht gerade irgendwie an irgendwas Dummes stirbst oder dich selber tot experimentierst, hast du eigentlich gute Chancen, ein paar tausend Jahre alt zu werden. Zumindest als elf. Weil nämlich zum Beispiel der eine Hochelf aus Oblivion, der hinter den Dings hinterher ist, hinter den Nurnwurz, der stirbt auch erst in Skyrim relativ kurz bevor du erscheinst. Und auch nur, weil er sich dumm angestellt hat, der Volltroll, weil er alleine um ihn los musste. Aber im Prinzip hat er noch gelebt. Ja, was soll ich deiner Meinung nach tun? In der Nähe jedes der Menhire im Tal gibt es kaum wahrnehmbare Risse ins Reich des Vergessens. Überbleibsel meiner früheren Experimente. Aber sie lassen Daedra herein. Die Berührung eines Sterblichen wird sie schließen. Sobald eines geschlossen wurde, müssen auch die anderen drei schnell geschlossen werden. Und warum schnell? Erstens muss ich mein Ritual zeitlich an die Schließungen anpassen. Dieses Gebiet ist instabil und die Risse würden sich nach ein paar Minuten wieder öffnen. Ich kann nicht sowohl die Risse schließen, als auch das Ritual durchführen. Ich brauche eure Hilfe. Erstens? Der zweite Grund ist, dass die Daedra ein Portal ins Tal öffnen werden, um weitere von ihrer Art zu beschwören. Ihr müsst euch zu jedem Riss durchkämpfen und mich dann am Labor in der nördlichen Höhle treffen. Oh, das klingt... Seid ihr bereit? Ja, fangen wir an. Das klingt voll kompliziert. Was soll ich machen? Schließt die Risse im Reich des Vergessens. Jetzt muss ich losrennen. Ach, Arbeit. Bin ich jetzt auf einmal woanders oder sieht das hier gerade nur komisch aus? Ah, nee. Ich bin immer noch im Tal. Sieht nur komisch aus. Wer hat hier eigentlich diese ganzen Brücken gebaut? Ich denke, hier soll eine Stadt oben draufstehen. Uah. Ist das jetzt hier, Ach ja, das sind die Portale, nehme ich mal stark an. Hallo, Reich des Verrissens. Ich zeig da immer nur drauf und es geht zu. Aua! Hinfort mit dir, du komischer Ogrim. Ich hab zu tun! Das dauert ewig, so einen zu töten, ne? Das ist... Der hat doch um was zu essen bei gehabt. Das ist nicht gut. Ich wollte doch eigentlich nach. Was soll ich denn mal? Muss ich wieder alles aus dem Inventar rausschmeißen? Das war das Geräusch, was die alle registrieren haben, wenn man sie öffnet. Ach so. Also, okay, dafür, das ist ja wieder unvollständig Chat vorgesehen. Also, einer meinte gerade, wegen dir gehe ich jetzt mir eine Paysafe-Karte kaufen wegen ESO. Also, ich fragte doch, kein PayPal oder was? Wenn, ja, kein Geld drauf. Und dann meinte irgendjemand, jetzt würde ich das Geräusch. Ich würde das Geräusch Katsching machen, so wie mit wie so ein alter Riskier, so Ding! Ich kann das gar nicht, verdammt, ich bin unfähig. Die war hier nur ein einziger Ogrim? Das war ja einfach. Ich zeig einfach... Ach! Ach! Hä? Ups. Das war ja einfach. Wo muss ich jetzt hin? Ach ja, unten in der Höhle, das ist ja schön. Dann hauen wir den anderen Ogrim auch noch rum. Katsching! Was, wieso kannst du das? Weil ich ein Bärhöhnchen bin. Ich kann alles. Die haben ja rote Augen, die Ogrims, das ist mir noch nicht aufgefallen. Also alle Gegner, die einzeln und groß sind, selbst wenn sie noch so stark sind, eigentlich ziemlich lächerlich, solange ich sie weghauen kann. Also zumindest solange sie kein Fernkampf haben. Einfach nur wegen denen. Oh, jetzt kommt hier wieder die Zombie-Version los. Ey, hat er gerade meine 3% Chance zugeschlagen?
Der Typ ist doch gerade instant wegge... Oder? Jawohl, meine 3% Chance. Einmal hat's funktioniert. Juhu. Ach, wisst ihr was? Ich mache hier einfach jetzt mal ein Bild. Das ist gar nicht so effektiv, wie ich dachte. Also, das ist der Nachteil. Der Ult ist gegen Einzelgegner eigentlich ziemlich mistig. Das, ja, hätte ich mir effizienter vorgestellt. Naja, wie dem muss sein. Fluff, fluff. Ach, ich kenne nicht. Ach, das ist wieder der Höhlentür. Oh. Hallo, Farandre. Ich bin aber der Meinung, dass sie eigentlich heimlich Detra-Anbeterin ist und hier ganz sinistere Pläne hat. Was soll ich jetzt nicht machen? Was soll ich so mit dir sprechen? Hallo. Liebling, könnt ihr mich hören? Ich rette euch. Es funktioniert. Ich kann es fühlen. Das Portal öffnet sich. Molag Bal-Endkampf würde dich freuen. Warum kann ich die ganze Zeit durch Gink kicken oder was? Das sieht sehr wie das Portal, durch das die Dedra gekommen ist, ja in der Tat. Und ist das? Dann blockieren sie auch die Stadt. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Ihr müsst sie aufhalten. Macht einen Weg für die Stadt frei. Jaja, ich bin gewappnet. Ja, für alles, was durch dieses Portal kommt. Genau, ich bin da voll gut und so. Oh, ein Tulu? Was ist? Das sieht aus wie ein Deathward. Aber ein Deathward, den ich umhauen kann. Also kann er mir ja gar nichts. Dann ist, wenn ich das Scheißchen weghauen kann, dann ist es ja. Dann ist es natürlich billig. Dann muss ich. Darf ich einfach nur nicht mit Mana rumasen? Warum hab ich ja nicht nur 19 Frames? Ziemlich ruckelt das hier gerade. Ich entschuldige mich dafür jetzt schon mal. Das ist anscheinend die Möglichkeit meines Rechners. Aber glaub nicht, dass ich in nächster Zeit aufrüsten werde. Das ist Geld. Müsst ihr ja einen Intel kaufen. Dann dazu noch ein neues Mainboard. Dann brauche ich wahrscheinlich nur eine neue Grafikkarte. Sein und wie. Ich werde auf einmal ganz doll beliebt auf YouTube. Und kriege auf einmal 10 Millionen Euro von doch ganz schnell nur einen Rechner leisten, aber sonst nicht. Und nicht das weiße Schwert mitnehmen. So, was? Besiegt die Dedra? Das war genau einer. Genau einer, wirklich. Das kann nicht sein. Ich kann seine Gegenwart überhaupt nicht spüren. Zu viele Ungewissheiten. Mein Ehemann, ganz Falinesti. Sie sind in der Nähe. So nah. Ja, dann pilger halt zur Frühlingsstätte. Die Stadt muss immer noch im Reich des Vergessens gefangen sein. Wir müssen es erneut versuchen. Nochmal? Nichts wird dieses Portal kommen, als noch mehr Dedra. Er hat noch mehr Dedra. Erfahrungspunkte, Loot. Das darf nicht wahr sein. All diese Jahre, all meine Forschung, sie alle deuten auf ein und dasselbe hin. Mein Mann ist im Reich des Vergessens gefangen. Begreift ihr denn nicht? Wir müssen es noch einmal versuchen. Bitte stellt erst weitere Forschung an, so könnt ihr Falinesti nicht erreichen. Wenn ihr weiter versucht, werdet ihr allein sterben. Ich werde nicht mit euch. Nee, ich finde das eigentlich voll cool mit Falinesti. Da würde ich gerne mehr darüber wissen. Also, das ist endlich mal konkrete Details von Falinesti, weil die Stadt ist ja irgendwie noch nie gefunden. Oder endlich einen Donations-Button. Nein, ich bettel nicht. Entweder es kommt über Werbeeinnahmen oder gar nicht. Das sind ein paar Donations. Das macht doch eh keiner. Die meisten Zuschauer sind laut YouTube sind meine meisten Zuschauer 13 bis 17. Die haben alle selber kein Geld. Und vor allen Dingen auch nicht die Möglichkeit, irgendwo Geld zu spenden. Insofern hat das überhaupt keinen Sinn und vor allen Dingen komme, würde ich mir ganz so schlecht vorkommen. Nee, von denen entsteht so eine komische Abhängigkeit, so ein Schuldgefühl. Nee, das machen wir aber lieber nicht. Ja, also machen wir erstmal weitere Forschung. Ihr könnt nicht, ihr habt nicht. Nein, ihr habt recht. Aber ich bin auch überzeugt, dass meine Theorie richtig ist. Falinesti ist im Reich des Vergessens. Ich muss es finden. Ich werde es wieder versuchen. Die Drohung, die du aus Brasilien eingeführt hast. Ha, ha. Obwohl, naja, gut, verfügbar war da schon ziemlich viel. Aber die Qualität war mittelmäßig. Ja, viel Glück bei deiner Forschung, Farando. Ich habe mich in euch nicht getäuscht. Ihr wart stark genug, mir dabei zu helfen, meine eigene Schwäche zu erkennen. Toll. Nun, dann mal zurück an die Arbeit. Ich bin sicher, dass ich schon noch einen Weg finden werde. Natürlich, Quest abschließen. Warum kann sie sich wegteleportieren? Für umsonst vor allen Dingen. Oder hat sie wie Farandos Tagebuch? Das ist ein Tagebuch. Ein Blatt Papier mit einer Rückseite. Der Wahnsinn. Könnt ihr bitte das ganze Schriftzeug hier mal weggehen? Endlich! Die Antwort! In meinen Träumen sah ich den einen, dessen Kraft mir dabei helfen wird, Falinesti zurückzubringen. Bald. Sehr bald schon. Vielleicht wird es wieder ein Sundas sein. Was? Ein Sundas? Sundas. Spielt das Jahr eine Rolle? Der Monat? Wir trafen uns das erste Mal an einen Sundas. Und ein Sundas verschwand er. Viele Jahre später. Zusammen mit den Gläubigen nahm ich die Pilger zu Falinestis anderen Städten. Aber ich erinnere mich daran, wie wir uns an einer Sundas bei der Sommerstätte getroffen hatten. Und da wusste ich, dass wenn die wandelnde Stadt zurückkehrt, sie zum Tal zurückkehren wird. Und natürlich habe ich recht. Die Risse zwischen der Sommerstätte und dem Reich des Vergessens zeigen, wie nah die Stadt ist. An einigen Nächten sehe ich, wie Lichter durch die Portale scheinen, als ob die ab und an kurz auftauchen. Bald sind wir wieder vereint und die unzähligen Jahre, die wir getrennt waren, bedeuten dann nichts mehr. Es wird wieder sein, wie an jenem Sundas, als ich meine Hand das erste Mal an die Seine gelegt habe.
Ja. Da stellt man sich die Frage, wird für mich jemand da sein, der für mich ein Portal ins Reich des Vergessens öffnet? Wahrscheinlich, und das wird der Prophet sein, der dieses Portal öffnet. Und ich habe hier trotzdem nur 18 Frames in dieser komischen Höhle und ich weiß nicht warum. Und hier rennt vor allen Dingen PSD drauf. Vorwärts! Warum das Spiel nicht so... Ach! Nee, doch. Ist doch nicht, warum das Spiel so weg. Ich wollte mich gerade... Ich hatte gerade eine Idee, warum es ruckelt, aber... Ich glaube, es liegt einfach nur an Höhlen. Also, irgendwelchen Gründen ruckelt eh so mehr in relativ detailarmen Höhlen, als in... draußen halt. Wo, mitten im Wald, wo zigtausend Blätter sind und alles. Was echt total unlogisch ist. Weil ich jetzt nebenbei bemerkt. Wie dem auch sei, dann können wir jetzt ja endlich mal, ich könnte da oben mit den Leuten noch reden, die kurz erklären, was hier los war. Die sind ja immer noch da. Ich denke, die Portalgeschichte hat sich hier erledigt. Ja, natürlich. Oh, oh Gott. Wir sind denn das? Hilfe! Darth Bitch rennt hier rum, ist ja schön. Wie jetzt? 42 Gold und ein Ulrich Halkumstreit kommen? Mehr haben die alle nicht bei? Das ist ja absolut lächerlich. Was muss man sich, wenn man Isa ein Paper-Konto hinterlegt, um sich anmelden zu können? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es beim ersten Mal Paper gemacht, bis ich realisiert habe, dass ich woanders die monatlichen Gebühren billiger kriege. Und dann habe ich das ganz schnell mit Paper gelassen. Hallo Jarak? Diese Leute sind verrückt. Sobald Barot Las laufen kann, wird Jarak nach Velynhafen zurückkehren. Hier gibt es nichts zu holen. Vielleicht nächstes Jahr. Wo, was heißt denn hier holen? Will der Dings überfallen oder was? Verliehen das die? Wie muss sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann mal wieder heißt, Elder Scrolls Online. Bis zum nächsten Mal, Sky Shard, cool. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ich würde mich selber einen Kommentar oder einen Daumen nach oben freuen. Oder erzählt doch euren Freunden von mir. Genau, Freunden erzählen, Mundpropaganda, das wäre klasse. Mehr YouTube-Money, yay, Geld. Das wär's. Bis zum nächsten Mal, tschüss.